willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Ori and the Blind Forest. Ich bin der Mucka und viel Spaß mit dem Video. Wir haben beim letzten Mal den ersten Kartenstein gefunden. Und wie ich mir was gezeigt habe. Und außerdem das letzte Stückchen Case-Dat neu erhalten. Wo wir jetzt durch können. Zack, zack, zack. Dann können wir weiter. Bin ich wieder unten. Sollte wahrscheinlich speichern, dass ich bei denen bin. Zack. Meine Seelenverbindung ist bereit, das heißt, ich kann auch speichern. Geschafft. Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie uns einen Weg. Zack. Ach, verdammt. Da war ich zu greedy. Komme ich da lang, ist die Frage. Ich glaube eher nicht. Da habe ich's.
ist. Schieß, 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 schieß. Zack, zack. Was ist denn los? Zack! Abwarten, bis der wieder schießt. Rüber. Rüber, rüber. Ja, hallo. Zack. Schießen. Runter. Schuss. Voll reingejumpt. Nächster Versuch. Zack. Schuss warten. Hier hüpfen, bis es wieder schießt. Dann rüber. Das ist nicht gut. Aber ich vergesse ab und zu die Richtung. Die Richtung fest beim Springen zu gucken. Zack, diesmal ohne Schaden. Auf den Schuss warten. Zack. Und dann das Puzzle-Tool mitnehmen. Geschafft. Gebe ich zu, jetzt würde ich gerne sprechen. Haurig fanden sie mich vor, schlafend und still. Wir erzählten Ori die Geschichte, die mit fehlgeleiteten Willen. Geisterbaum. Er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Tut mir leid. Jetzt komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichterzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Ich rief nach Ori, doch mein Kind kam nicht. Ich muss das Rafi. Auf jeden Fall die Geburt meiner
Bürostahl sein. Und es war... Jetzt habe ich es leider nicht gelesen. Wo ist das Licht des Geisterbaumes empfangen? Er hat unser Schicksal in deine Hände gelegt. Jetzt hör gut zu, du musst dies verstehen. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft. Und im Gegenzug sorgte sie für Gleichgewicht und warten Nibel in Sicherheit. Das Element Wasser, des Wassers, hoch oben. Auf dem Ginsobaum? Kann das sein? Das Element des Windes, tief in den Eldenruinen. Und das Element der Wärme, unter den Flammen des Horu-Berges. Um Nibel wieder zu altem Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste findet hier hinter den Spinnenhöhlen, auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Es finde den Geisterbaum. Was war das? Den Ginsobaum? Ginsobaum. Vorsichtig, Ori, der Boden ist instabil. Was war das? Bin ich gestorben? Teste ich jetzt noch einmal hier. Zack. Kann man gar nicht einbrechen. Das finde ich schade. Wenn man extra darauf hingehen wird, dann sollte man das. Okay, jetzt geht's hin. Hanno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seiner Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Du hast die Stichflamme erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du X, in meinem Fall Kreis, dann loslassen, festhalten und loslassen. Dann wird alles in der unmittelbaren Nähe zerstört. Fähigkeitsbaum. Stichflamme, Wandsprung. Ja. Ich wollte, nein, das wollte ich auch nicht. Hier gespeichert. Dann machen wir jetzt nochmal das Benutzen von Seelenverbindungen mit verkürzter Abkühlzeit. Verdammt. Zack.
Was ein großes Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde geisterlich zu einem Finder. Manches verstehe ich noch nicht, aber egal. Gucken wir hier nochmal. Das funktioniert nicht, das hat aber irgendwas mit Abkühlzeiten oder so. Es ist egal. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, kommentiert, abonniert, wenn es euch gefallen hat. Setzt Verbesserungsschläge in die Kommentare, kommentiert, was ich spielen soll, bla bla bla. Alles natürlich nur, wenn ihr Lust habt, wenn nicht, dann lasst es. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt nichts weiter zu sagen als ciao ciao, euer Mokka.